Friedemann Barto, Sie sind zu uns gekommen wegen einem Buch, Umbruch, über die Neue Zürcher Zeitung. Und spannend ist eigentlich Sie und die Neue Zürcher Zeitung. Sie waren Ihr Leben lang in der NZZ gewesen. Erzählen Sie kurz, was ist Ihr Werdegang und wie ist zu dem Buch gekommen? Gut, also ganz kurz, ich bin 1978 in die Zeitung reingekommen, 2015 rausgelaufen und habe feststellen müssen, dass die Zeitung von 2015 mit der von 1978 eigentlich nur noch den Namen und das Format gemeinsam hat. Alles andere hat sich verändert. Und dann haben Sie gesagt, das Buch über Ihren alten Arbeitgeber, den Sie 37 Jahre lang durchgeführt hat, wo Sie in die Welt rausgeschickt haben. Sie waren in Washington, Sie sind dann schnell bald auf London. Asien, London, oder? Asien aufgebaut, also ganz viele wichtige Stationen gemacht. Sie sind das Gesicht von dieser Zeitung. Wie kommen Sie dazu, über Ihren Ex-Arbeitgeber ein Buch zu schreiben? Ja, das ist ein guter Punkt, weil natürlich die Geschichten, die ich erlebt habe, die wären mit allen, die ausgeschieden sind, inklusive mir, wären die verloren gegangen. Also für mich ist das ein Stück Institutional Memory für die Leute in der Zeitung, aber natürlich auch für den Leser. Und es sind so viele schöne Anekdoten, also das ist schade, die muss irgendjemand niederschreiben und niemand anders hätte es machen wollen, dann nichts gemacht. Haben Sie mal daran gedacht, dass das böses Blut könnte geben, dass die Zeitung finden, leck mir, das kann doch nicht wahr sein. Der Friedemann, jetzt haben wir doch den durchgeführt. Jetzt haut er uns den Prügel über den Kopf. Erstens haut er nicht den Prügel über den Kopf, aber es ist schon so, dass wir von Anfang an ein sehr gespaltenes Verhältnis hatten, dass ich also auch nie im NZZ Libro, also im NZZ eigenen Buchverlag veröffentlichen wollte. Das wäre ja sozusagen ein Gefälligkeitswerk geworden. Orell Füssli ist eine perfekte Adresse, ist zwar auch nicht ein besonders guter Verlag heutzutage, aber die sind alle im Anschlag. Aber immerhin, der war mitbeteiligt bei der Ausgabe der ersten NZZ, also 1780. Gut. Also genau, da gibt es noch gewisse historische Verbindung, das ist schön und gut zu wissen. Die NZZ hat als Ausnahme keine Rezension gemacht von ihrem Buch. Andere so, Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine, Tagesanzeiger, Weltwoche, ja genau. Haben Sie damit gerechnet, dass die NZZ sich schneidet oder sind Sie enttäuscht? Ja, natürlich bin ich enttäuscht, aber umgekehrt haben wir von Anfang an abgemacht gehabt, das hat der Chefredakteur klar gesagt, dieses Buch, mit dem haben wir nichts am Hut. Wenn mich jemand fragt, der Barto, dann sagen wir, ja, den kennen wir, der hat bei uns 37 Jahre gearbeitet. Aber mit dem Buch haben wir nichts am Hut. Jetzt verstehe ich nicht, nachdem alle grossen Medien darüber geschrieben haben, stellt sich die NZZ in Schmollecke und will nicht darüber schreiben. Ist ja ein bisschen speziell. Das also, muss ich, ja. Eigentlich ist ja die NZZ von Ihnen auch geliebt und von uns allen, die gerne Zeitungen haben und Medien geliebt. Im Sinn, das ist eine wichtige Zeitung, das ist eine Institution, oder? Das ist eine Institution. Wir reden gerne vom medialen Leuchtturm, oder? Sie haben jetzt so ohne Namen vom Chefredakteur geredet. Gemeint ist natürlich der heutige, der Erik Huier. Sie haben ihn noch kennengelernt. Was halten Sie von ihm? Wir kennen uns natürlich seit Jahren. Und ich glaube, man muss sich die Frage stellen, warum ist er Chefredakteur geworden? Und das ist ein ganz langer Weg und der Herr fängt eben schon damit an, dass der Büttler niemand von sich aus vorbereitet hat. Also ist nachher ein relativ chaotisches Wahlsystem gekommen, wo man dann teilweise den Somm von der Basler Zeitung vorgeschlagen hat, dann ist der Spielmann ein paar Jahre am Ruder gewesen. Aber das sind alles, wie soll ich sagen, nicht Leute gewesen, das sind Flügegewicht gewesen. Und jetzt ist der Guier gekommen. Und das muss man ihm lassen, mit allen schlechten Managementmethoden, die er hat. Er ist ein Autokrat und er tut entscheiden und ist ungerecht und alles. Aber er hat eine perfekte Schreibe und er hat dieser Zeitung wieder ein Profil gegeben. Gut, das ist also sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie sind jetzt gerade kurz einmal zurückgegangen, das machen wir jetzt auch. Wir tauchen jetzt ein bisschen ein in die Geschichte, die Sie da ja abdecken, in Ihrem Buch Umbruch. Sie sind als damals Junge Ökonom aus Österreich. Also gut, ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich bin mit 2 Jahren in die Schweiz gekommen. Aber offenbar ist Ihre Familie in Österreich. Genau, mein Ursprung ist Barto ist jetzt ja auch nicht gerade das wie Müller und Meier. Und der Friedemann sowieso. Friedemann noch ein bisschen spezieller. Da gibt es noch Wechsel mit Vornamen und Nachnamen. Genau. Also auf jeden Fall sind Sie dann 1978 fast so ein bisschen unverhofft zu dieser Zeitung gekommen. Man hat sie entdeckt, der kann ja schreiben, den könnten wir ja brauchen. Und dann, was war das für eine Zeitung unter einem Fred Luchsinger? Was war das damals? Gut, ich glaube, ich wollte das nicht beschönigen und die alte Zeit hochjubeln lassen,
Aber sicherlich ist es natürlich ein liberales Blatt gewesen. Auch als Junge hat man sehr schnell gespürt, dass da nicht irgendwie ein Diktator ist. Auch der Fred Luxinger ist zwar ein Choleriker gewesen, aber er hat auf seine Ressortleiter gehört. Und die Ressortleiter, das ist ganz wichtig, das hat lang verhebt, das sind sozusagen Grafschaften gewesen, Bischofstüber, und die haben sich natürlich nicht in der Schweiz auf dem Chefredakteur. Sie sagen verhebt, positiv. Warum verhebt? Was ist denn gut daran, solche Grafschaften? Ich denke, was gut gewesen ist, dass jeder sein Dossier nach bestem Wissen und Wissen können verwaltet hat. Man hat dann am Morgen hat man mit dem Chefredakteur eine Sitzung gehabt und am Abend mit dem Koordinator. Und ich habe geschrieben, was am nächsten Tag im Blatt drin gestanden ist, haben sie gleich nicht gewusst. Oder? Jeder hat einfach vorgetragen. Aber man hat wirklich sich darauf verlassen, dass jeder Redaktor, jeder Ressortchef sein Ressort im Griff hat. Und wenn mal etwas vergessen worden ist, dann hat der Christoph Müllermann, ehemaliger Redakteur, gesagt, und wenn es nicht in der NZZ steht, ist es nicht wichtig. Oder sie kennt die Überheblichkeit. Genau, das ist natürlich, aber ja, das ist eben ein Teil von der NZZ, oder? Wir sind die NZZ, wir sind die Zürich-Zeitung, oder? Genau. Wie man so schön sagt, auf der Fred Luchsinger ist dann eben der angetönte Büttler gekommen. Jetzt habe ich gerade seinen Vornamen vergessen. Hugo. Hugo, ja, natürlich, schönen Namen. Das ist eine Instanz. Hugo Büttler kennt man noch. Hat er dieser Zeitung gut getan? Hat er sich in die Neuzeit führen? Ich glaube, es ist nicht an mir zu messen, was der Hugo Büttler gemacht hat. Das ist schwierig. Aber ich denke, er hat Glück gehabt, dass es wirtschaftlich aufwärts gegangen ist. Also übertrieben gesagt, er ist nicht gefordert worden bis 2002, 2003, der Untergang von der Swissair, das Ende von der New Economy und nachher, was dann noch alles gekommen ist mit der 9-11. Also das war ein Schicksaljahr gewesen, 2001. Und dort ist dann wirklich zum ersten Mal, haben die sich beweisen müssen, der Chefredakteur als Primus inter pares von der Geschäftsleitung. Und da muss ich sagen, ist er überfordert. Also überfordert, Hugo Büttler, obwohl er so einen klangvollen Namen hat, noch für Semester, wie ich eins bin, ein bisschen jünger als Sie, eine Generation drunter, kennt man ihn. Was ist denn dort passiert? 2001, wir haben die Swissair im Fall, wir haben die FDP, die stark in der Swissair drin ist, und eben auch in der NZZ, die Verbindung, die Symbiose. Was ist dann dort in Brüche gegangen und wie ist mit der NZZ weitergegangen? Also grundsätzlich ist es ein Dilemma gewesen, dass der Erich Honecker ist Präsident bei der Swissair gewesen und Präsident im Verwaltungsrat von der NZZ. Und das hat nicht gut gehen können, denn mit ihm an der Spitze hat die NZZ nie frei schreiben können, was sie über das Malaise bei der Swissair denkt. Hat immer eine Schere im Kopf gehabt, sage ich jetzt einmal. Und dann ist es dann aber lang gegangen. Der Honecker ist dann aus mir unerklärlichen Gründen am Schluss, nachdem er schon seine Demission absehbar war, hat er noch verlangt, dass sein 5-Jahres-Vertrag verlängert wird. Und erst bei der NZZ? Nein, bei der Swissair. Da werden noch Millionen geflossen. Und, also nicht verlängert, sondern eingehalten wird. Und da hat dann zum ersten Mal die NZZ Stellung bezogen, aber nicht der damalige Chef vom Wirtschaftsteil, der Schwarz, oder Gerhard Schwarz, sondern der Beat Brenner, der eigentlich überhaupt für das Thema zugestellt ist. Der Beat Brenner ist ein bekannter, gutes Stichwort, das ist ein junger, frech, also jung, relativ, aber frech und so, hat bei den Banken 2-3 Schritte verrissen. Aber plötzlich ist er nie mehr gewesen. Hat es dort Sanktionen gegeben, dass er dort in den Mund gehabt hat, zu sagen, das geht nicht. Die 5 Jahre beim Herrn Honecker, das wollen wir nicht, das widerspricht unseren Wert. Nein, überhaupt nicht. Ich denke, es ist, in erster Linie ist es nicht sein Gebiet gewesen, Fluggesellschaft. Er hat sich auf Banken verleiht und leider hatte er dann eine schwere Krankheit gehabt und ist zeichnet gewesen. Aber er hat also zum Beispiel es herausgegriffen, so ein bisschen etwas Unterhaltsames über den Ospel, genau, in der Fasnacht geschrieben, genau, in Basel. Ja. Und da hat man nachher tatsächlich die Passage wieder rausgenommen, weil er hat den Ospel hätte angreifen können, das war kein Problem gewesen. Aber er hat einen Satz drin gehabt, wo er die Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit von der Bank in Zweifel gestellt hat und gesagt, man hätte dieser Bank vielleicht sogar die Lizenz entziehen können. Das haben sie natürlich gerne gehört, dann haben sie es zurückziehen. Das ist ein bisschen unnötig. Allerdings haben wir nichts gehört von einer Klage von der UBS gegen die NZZ, das wäre mal eine neue Kategorie gewesen. Wir sind beim Herrn Büttler, der Herr Büttler hat abgegeben,
an Markus Spielmann, ist das der Wechsel gewesen. Genau. Dort ist vielleicht der Herr Büttler, schreiben Sie hier im Buch, hat einmal, wenn es ums Online gegangen ist, gesagt, sollen wir mal etwas Internet ausdrucken. Das war 2005 gewesen. Das Internet hat es schon gegeben. Was ist da dann im Innenverhältnis passiert mit dieser Chefredaktorenwahl? Oh, das ist kompliziert. Nachdem der Herr Büttler niemand aufgebaut hat, hat man dann einfach aus dem Schluss hat der einen aus dem Hut zaubert, der Breitenstein, der damals Leiter online war, und der Spielmann, die zwei Jungen, sind sich gegenübergestanden. Und der Verwaltungsrat hat sich dann für den Spielmann entschieden. Und ja, dann ist der über Nacht ist der Chefredakteur geworden, ohne Vorbereitung, nichts. Der ist ja, der NZ am Sonntag war er Chef vom Ausland gewesen. Also, das sind drei Schuhnummern grösser. Und wie wollen sie das schaffen? Ich mag mich noch erinnern, ich habe ihn im Lift gesehen, ich habe ihn gar nicht gekannt, weil ich mit Ernst am Sonntag zu tun hatte. Ich habe gesagt, so, du bist der neue Chefredakteur, und habe ihm gratuliert und habe es sympathisch gefunden, den Jungen. Haben wir erst nachher gemerkt. Es ist natürlich nicht nur, dass er nicht in der Lage war. Es ist einfach so viel. Er war Leiter von der Geschäftsleitung gewesen. Das hat man aufrechterhalten, also Primus inter pares, nebenzu hat es noch zwei andere gegeben, aber er ist der Chef vom Geschäftlichen. Er ist für Publistik, Zistik zuständig, für die ganze Gruppe, damals auch Nordlandzeitige, und für den NZZ als Chefredakteur. Also, Wahnsinn. Also das junge Typ hat da alles bekommen, aber gut, er hat es auch wollen. Man hat es ihm gezeigt, aber irgendwo auch schon dort ist die NZZ ein bisschen ab der Rolle geraten. Also völlig. Die hat keine Nachfolgeregelung gehabt völlig. Von so einer gestandenen Unternehmung mit dieser Historie. Der Herr Spielmann ist dann aber doch 8 Jahre am Ruder geblieben, oder? Bis 2014. 7 Jahre ist oder 7 Jahre, also relativ lang. Also hat man auch dort dann einfach nicht gemerkt, dass man muss eingreifen muss. Funktionieren dort in dem Haus NZZ die Mechanismen nicht, dass wenn etwas in die falsche Richtung läuft, einer kommt und sagt Stopp? Gut. Ich glaube, zwei Sachen sind dazu wichtig. Wir haben seit 2003 hat die Zeitung jedes Jahr Millionen Werbeeinnahmen verloren. Also das Hauptgewicht war immer, wie können wir die Ertragsseite dieser schrumpfenden Einnahmeseite anpassen. Und das ist natürlich so energieabsorbierend, dass sie nicht viele Fragen haben, ist der Chefredakteur noch der richtige Mann? Sie versuchen einmal zu überleben, da kommt die Finanzkrise. Bam! Wir haben 60% von der Inserate sind aus der Finanzwelt gewesen. Man muss sich mal vorstellen, ein Klumpenrisiko, das hat man die ganze Zeit gewusst. Und über die Nacht sind alle Inserate, die grossen Reverse Convertible an der ganzen Seite, hat man 30'000 Stutz verdient, ohne viel machen zu müssen. Das ist alles weg gewesen. Und dann müssen sie überlegen, was machen wir, wie kommen wir weiter. Und der Chef, also der Verwaltungsrat, der Conny Meyer, ist ein lieber Mensch, ist ein... ein Universitätsprofessor, Rechnungswesen, ist vielleicht auch nicht der wirkliche Unternehmer. Ja, also, und dort, wo dann ein Captain auf dieser stürmischen See hätte müssen sein, hat er gefehlt. Er hat das Interregnum noch gegeben mit dem Konrad Hummler, mit den Banker, aus Kreisen von der FDP. Das ist dann nicht mehr gegangen wegen der Geschichte von Herrn Hummler selber mit der Wegerin und Amerika. Jetzt kommt aber der Wechsel vom Herrn Spielmann, Chefredakteur, zum jetzigen, zum Herrn Guyer. Ich lege das Augenmerk ein bisschen auf die Chefredaktoren, weil ich doch finde, in unserem Geschäft geht es letztendlich um Denker, um Journalisten. Es geht weniger um Manager. Wenn die NZZ einen guten Job macht in ihrem Kerngeschäft Publizistik, dann hat sie eine Zukunft. Wie ist dann das passiert am Schluss? Hat der Herr Spielmann müssen gehen? Und dann eben gesagt, dann ist der Herr Somm auftaucht, oder der Markus Somm. Was ist dort passiert an dieser Bruchlinie? Also es ist eine lange Geschichte, wenn ich sie abbrechen muss. Man ist nicht mehr zufrieden mit dem Spielmann, aber vor allem auch, weil es online ziemlich das Loch drüber abgegangen ist. Also online, NZZ Online ist während Jahren führend gewesen, sehr gut aufgestellt, und irgendwie haben sie dort, auch dort die falschen Leute angestellt, und irgendwie ist dort die Luft draussen gewesen. Und dann unter dem Spielmann ist es nochmal abgestürzt. Und das ist eine toxische Mischung gewesen, dass die NZZ verliert im Print, verliert in der Werbe und verliert beim Online. Kann ja nicht sein. Also dann hat man das... jemand braucht, der da den Grind anhebt, und der Spielmann hat natürlich auch sonst die verschiedensten Seiten im Privatleben und so, hat er nicht unbedingt brilliert. Hat er ein bisschen Flanken geöffnet, oder? Wo genau, er hat sich angegriffen. Es geht auch darum, wer noch sonst auf der Redaktion geschafft hat und so weiter. Also, aber jetzt kommt der Knall in der Redaktion hinein. Da ist doch der Markus Somm
Das ist ein Mann von Köppel, Weltwoche, sein Vater war ABB-Chef. Er ist dann zu der Basler Zeitung gegangen mit einem Blocher zusammen, hat einen rechtsbürgerlichen Kurs gefräst, obwohl er ursprünglich mal eher links war mit Tagesanzeiger. Der war der Favorit vom Verwaltungsrat. Und dann hat es einen Aufstand gegeben auf der Redaktion. Wie haben Sie den miterlebt? Ja gut, das war bisher ungeahnt. Das ist zum ersten Mal, dass die Redaktion geschlossen, unisono, sogar die Korrespondenten sind die Ersten, die sich dagegen gewehrt haben. Und ich glaube, man muss das verstehen eigentlich nur, wenn man sieht, wie der Verwaltungsrat, der hat ganz andere Kriterien. Der hat gesagt, ich brauche einen guten Manager, ich brauche einen eloquenten Mensch und ist vom SOM angetan gewesen, weil der nachweislich auch Managementfähigkeiten hat. Online versteht er auch nicht, aber er hat seine Zeitung relativ ruhig geführt. Die Anwärter aus dem Haus, der Guier und der Zeller, von denen hat man gewusst, das sind Scheusal, wenn es darum geht, Menschenführung zu machen. Also hat der Verwaltungsrat sich auf den SOM eingeschossen und hat aber dabei völlig über das Maul gelassen, was die Redaktion und was die Leserschaft und was das alles bedeutet. Also es war ein kapitaler Fehler. Aber was hat man denn so schlimm gefunden? Sie sind ja offenbar auch der Meinung, der SOM nie und nimmer. Was ist denn so schlimm an dem SOM aus Ihrer Sicht, aus der Sicht von der Redaktion? Gut, also die Nähe zum Blocher, oder was dann? Es sind zwei Sachen. Ich denke, man würde ihn als Windfahnen anschauen, wenn er von der SVP-Presse dann plötzlich, er hat schon mal, wie Sie sagen, von links nach rechts und jetzt wieder in die Mitte zurück, wäre er also nicht willkommen gewesen. Aber noch viel mehr hat man Angst gehabt, dass der Blocher und die SVP Einfluss nimmt. Jetzt muss man sich eben ganz klar sehen, was ist passiert zwischen der FDP und der SVP. Seit den 2090er Jahren hat die SVP die FDP rechts überholt und die staatstragende FDP ist nichts mehr gewesen. Und das einzige überbliebene Relikt aus dieser grossen Zeit ist die NZZ. Und wenn der Blocher natürlich und die SVP die Hand auf die NZZ legt, dann haben sie eine Möglichkeit, politisch ins Gewicht zu fallen. Mit der Basler Zeitung kommen sie nie mehr an. Also es ist viel mehr gegangen als jetzt einfach eine Personalie, sondern wirklich in den Augen von der Redaktion ein grosses Schachspiel in der Politlandschaft, gut erklärt. Nachher ist also dann unter der Protestbewegung im Haus NZZ der Erik Guier gekommen. Wir haben über ihn geredet, sie finden ihn grundsätzlich gut. Wir schauen für die NZZ. Steht vor einer weiteren Sparrunde. Jetzt gerade, in diesen Tagen, in diesen Stunden, wo wir miteinander reden. Es gehen schon ein bisschen Informationen um. Kommt die Zeitung wieder auf Touren? Oder wird es einfach immer wieder mal zu einer Sparrunde kommen, bis dann gar nichts mehr um ist? Die Gefahr besteht. Es gibt Leute, die das so sehen. Also Analysten haben das schon geschrieben, 2015. Es gibt den schleichenden Tod von der NZZ. Wenn ich das beurteilen müsste, kann ich dem entgegenhalten. Im Moment kann die NZZ sich noch durchwursteln. Sie haben jetzt in der Corona-Krise, die hat mir nicht berücksichtigt, haben sie nochmal sehr viele Werbeeinnahmen verloren. Gleichzeitig sind dann aber zig die Klickzahlen und User-Zahlen sind aufgegangen und auch Abonnements haben sie mehr verkauft. Aber das Grundübel ist, sie können nicht Werbeeinnahmen durch Online auffangen, denn sie müssen für jede und auch für jeden Print, den sie verlieren, müssen sie 5 online neue Abonnements verkaufen. Das schaffen sie nie. Online ist einfach billig, oder? Sowohl Werbung als auch Abonnement. Genau. Das ist eine Katastrophe und von dort her hat das Geschäftsmodell einen Pferdefuß. Andererseits haben sie sich aber von der Regionalmedien getrennt, haben die CH Media 50% Beteiligung, das ist eine riesen Unternehmung mit 2000 Angestellten und Millionen von Lesern. Also es ist ja wirklich ein grosser Brocken. Und das ist der erste strategische Schritt, den man gemacht hat. Und das gibt mir schon Mut, dass noch etwas drin liegt. Sie haben die Konferenzen, sie haben Filmfestival von Zürich. Sie versuchen, nachdem sie den Zug früher verpasst haben, wo man es noch hätte kaufen können, 20 Minuten, Homegate, das alles ist auf dem Silbertablett serviert. Sie haben es nicht genommen, weil wir es nötig haben. Also, es ist ein bisschen auch das von der fliegenden Zeitung, wie die fliegende Bank bei der Swissair, und dazu genau, mit viel Geld, das man dann falsch ausgegeben hat, hat die NZZ ihnen nicht ausgegeben, zögerlich gewesen, der Zug ist abgefahren. Sie
sehen doch eine Zukunft, aber wenn ich ihnen zuhöre, finde ich fast, die Zukunft ist also nicht so glorreich, im Sinn, das Ding schrumpft, wird immer kleiner, fast ein Bild von einer Elite-Zeitung taucht auf. Eine Zeitung, die Qualitäten hat, wo vielleicht am Schluss noch eine Stiftung dahinter ist oder Freunde der NZZ oder wer auch immer, ein bisschen so. Gescheite Sachen, schaut in die Welt raus, man leistet sich etwas, aber irgendwo nicht mehr wirklich die, die Einfluss nehmen können, die Wirkung erzeugen können. Gut, das hat natürlich auch damit zu tun, wenn sie auf der einen Seite jedes Jahr ihr Budget runterfahren müssen und immer wieder erzählen, ja, wir machen Qualität, aber die Qualität lässt irgendwann einmal nach. Sie können nicht mit weniger Kosten immer die gleiche Qualität herstellen. Von dort her ist sicherlich voraussehbar, dass es vielleicht einmal ein Nischenprodukt wird. Es war ja nie ein Massenmedium gewesen. Also einer hat einmal gesagt, ich sage dann, die Patek Philippe, die gedruckte Patek Philippe, so etwas steht uns bevor oder steht eine Zeitung bevor. Sicherlich, es ist einfach nicht abzusehen, die 40-Jährigen, die sind noch bereit, es aber auch noch mal zu lösen. Aber alle drunter, die werden in Zukunft aus heutiger Sicht nie und nichts zahlen wollen. Es kann sich aber durchaus ändern, dass die Zahlungsbereitschaft irgendwann einmal durch. Dass sie online kommt, ja, und dann wäre auch ein NZZ dabei. Also wir wollen nicht zu schwarz malen, wenn ich sie richtig verstehe, gibt es einen Weg nach vorne. Insgesamt, wenn sie jetzt über die NZZ nachdenkt, sie haben sehr intensiv über die nachdenkt, bevor sie dann auf Goa gegangen sind, Geissen hüten, das habe ich noch immer gelesen. Das ist ja, wir haben ein neues Projekt, wir haben eine Distanz nehmen müssen zu dem Ganzen. Und wir haben ein Guesthaus gehabt und ich habe Kühe, Geissen und Hühner gehabt. Also, werden Sie wieder dort hingehen? Ja, jetzt haben wir es abgegeben. Okay. Also wenn Sie jetzt, ich meine, wenn man ein Buch schreibt, noch über Leidenschaftsjournalismus und den alten Arbeitgeber, wo man so lange zusammen war, was haben Sie jetzt da im Innersten für ein Gefühl, wenn Sie über die NZZ nachdenken? Was denken Sie, ist das wirklich halt, das ist und bleibt ein Leuchtturm im Journalismus Schweiz? Oder sind wir an dieser Kante, wo die grausam aufpassen müssen, effektiv ihre grosse Geschichte und ihre Bedeutung zu verlieren? Zwei Sachen dazu. Also erstens muss man aufpassen als Alte, dass man nicht den Fehler macht, alles, was früher war, als den Nimbus zu nehmen und zu sagen, früher war es gut, heute ist es schlecht. Ich stehe dazu, dass die Zeitung heute immer noch gut ist, dass sie kämpft, dass es auch Ausrutscher gibt, dass der Chefredakteur sich vergreift und alles im Titel und im Inhalt. Aber das haben wir früher auch schon gehabt und man will sich an dieser Zeitung reiben. Und das Zweite ist es eben schon so, dass die anderen Zeitungen haben das gleiche Problem. Und NZZ profitiert auch davon, dass die anderen auch nicht mehr mithalten können. Der Tagesanzeiger hat seine ganze Redaktion vereinheitlicht. Die Tagesredaktion gibt es nicht mehr. Und insofern ist da auch wieder eine Chance, dass wenn Sie kontinuierlich an dem festhalten, früher oder später stehen Sie als der Leuchtturm da, ohne dass Sie etwas gemacht haben, weil ja alle anderen schon ausgelöscht sind. Ich bin am Warten, danke für das Gespräch. Es war zu lang.